Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, der ganze Ton in der Debatte und die Zwischenrufe zeigen, dass die neue Sachlichkeit, die noch so in der gemeinsamen Ausschusssitzung betont wurde, eine dünne Fassade ist, die bei jeder Gelegenheit kostet. Und letztendlich müssen wir feststellen, dass die wirtschaftliche Übertragung der Schulgebäude erfahrungsgemäß mit der Aufgabe parlamentarischer Kontrollmöglichkeiten verbunden ist. Bei dem hier zur abstimmenden Konstrukt ist letztlich auch die kommunale Steuerung der springende Punkt. Zwar soll über jedes einzelne Schulprojekt in der Staffel diskutiert und abgestimmt werden, aber schon die Reihenfolge der Sanierung wird im kleinen Kreis der Aufsichtsräte besprochen werden. Und ob die Stadtverordneten die abzuschließenden Verträge dann unweiteres zu Gesicht bekommen werden, ist mehr als unklar. Bisherige Praxis des Magistrats ist immer wieder die Verweigerung von Antworten auf Fragen zu städtischen Gesellschaftsbeteiligungen. Dass dies bei dem hier geplanten Vorhaben anders sein wird, wurde uns zwar zugesagt, aber erst die Realität wird es zeigen. Und für unsere Fraktion ist diese Art von Anfragen im Ausschuss nahezu die einzige Möglichkeit, an substanzielle Informationen zu kommen. Denn im Aufsichtsgremium der GWG wurde der Kasseler Linken den Platz gezogen. Die GWG Pro hat mit 7 Sitzen eine Aufsichtsratsgröße, bei der nicht alle Fraktionen vertreten sind. Was ich jetzt noch mal einschieben muss, ist aber doch noch ein bisschen Verwunderung über den Änderungsantrag der CDU. Wir haben ja als Fraktion jahrelang gefordert, dass der Sanierungsstand und die Sanierungsbedürftigkeit der städtischen Gebäude offengelegt wird im Gebäudesanierungsprogramm. Das liegt bis heute nicht vor. Was wir mittlerweile wissen, ist aber tatsächlich in etwa, in welchem Zustand die Schulgebäude sind, auch durch die Vorstellung bei der gemeinsamen Ausschusssitzung. Und jahrelang hat die CDU immer die Berufsschulen in den Vordergrund geschoben und entsprechende Anträge hier in Haushaltsdebatten gestellt. Wir haben immer gesagt, ja, natürlich sollen auch die Berufsschulen saniert werden, aber wir wollen nicht, dass die einzelnen Schulformen gegeneinander ausgespielt werden. Und daran halten wir nach wie vor fest. Tatsache ist, dass es überwiegend Gesamtschulen und Berufsschulen sind in Kassel, die in einem schlimmen Zustand sind. Und das andere bestreitet niemand. Aber jetzt plötzlich die Wolte zu schlagen und zu sagen, ja, aber die Gymnasien, die müssen nicht hinten runterfallen, das ist ein Stück weit widersprüchlich und das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und das ist eine ganz merkwürdige Zuschlag. Hinzu kommt, und ich sehe, meine Redezeit ist damit eigentlich schon nahezu aufgebraucht. Das freut Sie, aber Sie werden meine Reden, glaube ich, noch länger hören müssen. Tatsache ist, der Wirtschaftlichkeitsvergleich, den die Gemeindehaushaltsverordnung zwingend vorschreibt, der liegt wahrscheinlich vor, aber er liegt uns als Stadtverordneten nicht vor. Und das ist ein zentraler Punkt. Denn das wäre mit einer Entscheidungsgrundlage und zu wissen, ob tatsächlich dieses Modell so alternativlos ist wie vorgegeben. Deshalb können wir diesem Modell so unter anderem nicht zustimmen. Danke.